Machen wir weiter mit der Krisenwährung Gold. Ist es jetzt eigentlich eine Alternative für die Anleger, wenn wir uns mal den Markt so allgemein anschauen? Naja, also das Gold schaut wieder richtig gut aus eigentlich. Wir haben hier so eine Übertreibung nach unten, nachdem diese wichtige Unterstützung bei 1160 eigentlich nach unten durchbrochen wurde. Jetzt sind wir wieder in diesem Bereich. Sollte sich hier dieses Kaufsignal weiter durchsetzen, also sprich, wir sollten wir weiter nach oben durchlaufen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier wieder eine stärkere Aufwärtsbewegung kriegen. Es ist ja auch ein bisschen fundamental getrieben, die Erwartungen, dass die Fed möglicherweise die Zinswende verschiebt, sprich oder möglicherweise sogar wieder mehr Liquidität für den Markt bereitstellt, spielt natürlich Gold in die Hände und es gibt einige, die jetzt steigere Positionen aufgebaut haben, größere Investoren. Insofern kann es durchaus wieder nach oben gehen und hier steht möglicherweise eine neue Rallye ins Haus.